Ich hoffe, Sie hatten bisher einen sehr guten Austausch hier vor Ort und im Stream auch nochmal herzliches Willkommen. Ich habe mich ein bisschen durchs Haus bewegt in der letzten Stunde und war auch hier dann am Ende noch im Raum dabei und habe festgestellt, es wird auf jeden Fall sich angeregt ausgetauscht zu Antragstellung, wer macht was und so weiter. Schön, das mitzuerleben. Willkommen hier zurück. Wir haben noch ein bisschen was vor. Dieser Tag soll ja dazu dienen, dass das Netzwerk lebt und atmet und sich intern auch kennenlernt und weiß, ach, die macht das und der ist dafür zuständig. Und jetzt werden wir auch gleich noch jemanden hören, der hier zuständig ist und eine Person, die Sie im Folgenden begrüßen möchte. Wir hätten Sie gern begrüßt heute hier auf der Bühne, die Bildungsministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, die ist leider kurzfristig verhindert, aber zumindest in einem Digitalisat heute bei uns, nämlich in Form einer Grußbotschaft. Und die werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und anhören. Bitte sehr. Vor wenigen Wochen im Café Moskau, da hatten wir die Statuskonferenz Digitalpakt Schule. Eine Schülerin hat erzählt, ihr Lehrer stellt die Hintergrundfarbe des Smartboards um auf grün und die Stiftfarbe auf weiß. Sehr gut. Kein Kreidestaub mehr. Aber irgendwas gewonnen für die Qualität des Unterrichts? Eher nicht. Andere Schüler haben eindrucksvoll berichtet von ihrer Überzeugungsarbeit, dass ihre Lehrer endlich ChatGPT im Unterricht einsetzen. Und gleichzeitig natürlich die vielen Lehrerinnen und Lehrer, die KI längst schon nutzen, die hochmotiviert experimentieren. Aber Orientierung brauchen und auch Unterstützung, sicheren Boden unter den Füßen. Und genau hier setzen wir an mit dem Kompetenzverbund Lernen digital. Ein Unterricht, der die Chancen der Digitalisierung kraftvoll ausspielen kann. Lust auf digitalen Unterricht. Das sind entscheidende Ziele unseres Ministeriums. Denn digitale Kompetenzen sind Zukunftskompetenzen. Heute legen wir offiziell los. Wir fördern Forschung und Entwicklung für Fortbildungsangebote, die den Lehrkräften in der Praxis echten Mehrwert liefern. Wir fördern länderübergreifende Zusammenarbeit, damit nicht alles 16 Mal neu erfunden werden muss. Wir fördern den Transfer und die Verzahnung der Akteure, damit die Ergebnisse in die Breite kommen. Und wir starten gemeinsam. Der Bund in Kooperation mit den Ländern. Die Wissenschaft zusammen mit der Praxis. Gemeinsam treiben wir die digitale Bildung voran, als echtes Team. Meine Damen und Herren, digitale Geräte und Tools können das Lernen und Lehren so viel besser machen. Und die Kompetenzzentren, sie sind dabei die Möglichmacher. Es sind übrigens die Schüler, die in einer Bitkom-Studie sagen, Lehrerinnen und Lehrer sind keine digitalen Muffel. Und dann sagen uns die Lehrkräfte, die Schulleitungen, ja, wir wollen. Aber es fehlt an hochwertigen Inhalten. Es fehlt an Fortbildungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Das ist unsere, das ist Ihre Chance. Natürlich, von Ihnen haben schon viele vor dem heutigen Startschuss begonnen. Ein hochwillkommener Frühstart, der bringt keine Disqualifikation, sondern extra Siegespunkte. Sie sind mittendrin in Forschung, Entwicklung und Transfer. Sie werden zeigen, dass digitaler Unterricht Spaß macht, noch wichtiger, dass er den Unterricht besser und das Lernen einfacher macht. Danke für Ihren Einsatz und für Ihre Zukunftslust. Wollen wir? Bitte sehr. Okay, sie ist nicht da, deswegen dieses bisschen halbe Geklatsche. Sie können jetzt auch nochmal, wir bewegen uns heute alle nicht furchtbar viel, wenigstens nochmal die Unterarme bewegen, wenn Ihnen danach ist. Ich will Sie nicht schütteln. So, dann lassen Sie uns doch die Aufgabenbereiche des Kompetenzverbundes eine Stunde lang diskutieren. Wie lässt sich Wissen vernetzen und sichtbar machen? Wie lässt sich Transfer und Austausch gestalten? Und der Sinn von der Ganze ist ja, die Ministerin hat es gerade angesprochen, wie können Lehrkräfte gestärkt werden für einen guten, für einen qualitätsvollen Unterricht, für eine zeitgemäße Bildung der Schülerinnen und Schüler. Das kann ich jetzt mit summa summarum vier Sachverständigen besprechen, die jeweils sehr dezidierte Perspektiven aufs Thema
mitbringen. Vorher möchte ich Ihnen aber noch ein paar Hinweise geben. Zum einen, die letzte 10 Minuten, Viertelstunde des Panels würden wir gerne öffnen für Ihre Fragen. Sie haben bestimmt welche mitgebracht, vielleicht sind im Laufe des Tages weitere aufgetaucht. Die stellen Sie entweder, wie vorhin schon eingeübt, über menti.com. Wir blenden dann auch den Code dafür nochmal ein. Und alle, die uns im Stream verfolgen könnten und sollten natürlich ohnehin dieses Tool nutzen. Es gibt aber natürlich auch ein Saalmikro hier im Café Moskau. Und dann dachte ich, sage ich auch noch dazu, Sie können gerne da hinten in der Ecke bleiben, wenn Sie befürchten, Sie müssen hier in irgendeiner Art und Weise mitmachen. Aber ich stelle mir vor, ohne Opernglas wird es irgendwie so ein bisschen lahm, über eine längere Zeit hier gedanklich dabei zu bleiben. Hier drüben sind noch Stühle frei, hier vorne sind noch Plätze frei. Ich glaube, Sie sehen und hören dann einfach mehr, wenn Sie etwas dichter dran sind. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne vorstellen, wen Sie denn hier befragen können, weil Sie denken, kann die nicht zählen. Sie spricht von 4 Gästen, ich sehe da nur 2. Ich hoffe, dass Johanna Börsch-Supan hier bei uns ist. Eigentlich sollten wir die hier auf dem Vorschau-Monitor sehen. Und so ist es auch, supi. Hallo, herzlich willkommen. Sie schaut hier, auch wenn sie keine Brille auf hat, durch die Brille des Bundes. Sie ist nämlich Abteilungsleiterin für allgemeine und berufliche Bildung im Bundesministerium für Bildung und Forschung und vertritt Frau Stark-Watzinger heute. Herzlich willkommen bei uns in dieser Runde. Dankeschön. Und Katharina Günther-Wünsch ist bei uns. Die ist einerseits, also Sie haben mehrere Brillen, die Sie auf- und abnehmen können, einerseits Berlins Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, als solche auch aktuell die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Vorher war sie die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und noch weiter davor war sie Studiendirektorin an der Walter-Gropius-Schule in Neukölln und damit ist die Vorstellung auch fertig. Herzlich willkommen, Frau Senatorin. Danke. Katharina Scheiter haben Sie heute Mittag schon kennengelernt und seither haben Sie ja schon auf einer Menge Hochzeiten getanzt, also hatten Sie auf jeden Fall Gelegenheit dazu, sich bekannt zu machen. Für alle, die jetzt hier vielleicht im Saal, ich weiß, es gab Zugverspätungen, manche sind erst vor einer Stunde reingekommen oder sollten Sie im Stream neu dabei sein, stelle ich Sie natürlich noch mal vor. Katharina Scheiter ist Professorin für digitale Bildung an der Uni Potsdam und die eine Hälfte der wissenschaftlichen Leitung der Transferstelle von Lern Digital. Auch noch mal herzlich willkommen. Und uns ebenfalls zugeschaltet und hier zu sehen ist Micha Palaschke, der leitet die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Die Schule hat sich ein Motto des Dalai Lama gegeben, habe ich auf ihrer Website gesehen, die vielleicht auch zu einem Netzwerk wie dem, das wir heute hier verhandeln, ganz gut passen würde. Mit anderen Menschen erreichen wir mehr als alleine. Schöne Grüße gehen raus nach Karlsruhe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Sie sind ja hier, Herr Palaschke, so eine Art Brückenkopf. Also Sie und Ihre Zunft sind die, die für diesen qualitätsvollen Unterricht sorgen sollen, für eine zeitgemäße Bildung. Was brauchen Sie dafür von dem Netzwerk an Wissen, an Fortbildung? Ja, ich glaube, das Thema muss man durchaus differenziert betrachten. Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass Lehrkräfte lernen, souverän natürlich mit digitalen Geräten zu agieren. Auf der anderen Seite, wenn man in die Schulen blickt, dann erlebt man oft, dass meistens analoge Prozesse ein Stück weit elektrifiziert werden. Das heißt, eigentlich an den grundlegenden Art des Lehren und des Lernens verändert sich wenig. Und was, glaube ich, wichtig wäre auch von dem Netzwerk, wäre ein Output oder zumindest eine Zusammenarbeit mit Bildungspraxis, um gemeinschaftlich eben genau zu entwickeln, was bedeutet eigentlich Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität. Und das geht eben nur gemeinsam und im wirklich Austausch auch auf Augenhöhe. Mhm. Könnten Sie noch genauer benennen, vielleicht bei Ihnen an der Schule, wo brauchen Sie, wo braucht vielleicht das Kollegium Unterstützung? Ja, ich glaube, in der Schule, das ist schwierig, wir haben da schon so einen Prozess gestartet. Ich habe aber mal im Rahmen eines Artikels Lehrkräfte an Schulen, an sogenannten Best-Practice-Schulen gefragt,
was denn für sie entscheidende Faktoren für Transformationsprozesse sind. Und das war ganz spannend, weil ich dort 6 Indikatoren identifizieren konnte. Da geht es um Beziehungsarbeit, um Kooperation, um ein verändertes Rollenverständnis, aber vor allem auch um diesen Begriff Entgrenzung. Und den möchte ich gerne heute auch nochmal in diesem Raum, in dieser Runde einbringen. Entgrenzung dahingehend gedacht, dass man vielleicht über Fächerstrukturen hinausdenkt, dass man veränderte kulturelle Praktiken einbringt, die daraus gekennzeichnet sind, dass sie von einer Offenheit geprägt sind, die Partizipation ermöglichen, Kooperation ermöglichen. Ich denke auch an Öffnung von Strukturen, von Ortsstrukturen, von Zeitstrukturen, also all diese Dinge, die ja in Schule bisher, wenn man Schule so ein bisschen als Schonraum betrachtet, nicht so präsent sind. Und ich denke, dass in diesem Netzwerk eben die große Chance darin besteht, eben genau durch diesen Verbundsgedanken diese Strukturen zu leben, zu öffnen und letztendlich dann auch in der Bildungspraxis anzustoßen. Stimmen Sie Ihrem Vorredner zu, als ehemalige Schulleiterin? Ja, ich glaube, es sind ganz viele wichtige Punkte gerade genannt worden. Und dass, wenn wir von Digitalität oder digitaler Kultur in Schule reden wollen, braucht es als allererstes qualifiziertes Personal. Und das ist das, was ich immer wieder feststelle, wenn wir in Schulen reingehen. Wir haben mehr oder weniger so ein kleines Grüppchen, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, was selber eine höhere Affinität zu dem Thema hat. Und das reicht aber nicht, um Standards einzuziehen. Also wenn wir wirklich Schule digital weiterentwickeln wollen und dort Standards drin haben wollen und das Ganze auch kein Zufallsprodukt sein soll bei den Schülern. Also ich habe 4 Kinder, egal auf welche Schule sie gehen, sie alle haben wahrscheinlich Kinder. Entweder trifft es auf einen engagierten Kollegen oder nicht. Und das wollen wir ja nicht mehr. Wir wollen ja tatsächlich, und dafür sind auch diese Kompetenzzentren mitgedacht, so sehe ich das zumindest, dass wir auch für zukünftiges pädagogisches Personal dort, ich nenne es jetzt mal Module entwickeln, wo wir sicherstellen können, dass wir perspektivisch an unseren Schulen Standards, was den Umgang mit digitalen Kompetenzen umgeht, vorfinden werden. Jetzt haben Sie als Mutter geantwortet und angesprochen habe ich Sie als Schulleiterin. Die Antwort der Senatorin wäre exakt dieselbe? Ja, das ist doch das Gute, oder? Wenn wir alles zueinander bringen. Okay, wunderbar. Dann würde ich gerne bei Ihnen weiterfragen, Frau Bösch-Zupan. Was ist denn die Erwartungshaltung im Bundesministerium an das Netzwerk? Ich glaube, vielleicht nicht ganz die Erwartungshaltung, sondern eigentlich die Idee oder die Vision, mit der wir das Projekt auch vorangetrieben haben. Im Kern ist es das, was Frau Günther Wünsch auch gesagt hat. Natürlich sehen wir einen ganz großen Hebel daran, Schule digitaler zu machen und Schule auch im Lehren und Lernen, so wie Michael Palesche das gesagt hat, zu verändern, liegt eben in der Hand der Lehrkräfte. Ne? Und die müssen qualitativ hochwertig weiter aus- und fortgebildet werden. Und die Frage, die wir uns eben stellen, ist, wie kann das eigentlich gelingen? Ne? Und die eine Sache ist sicherlich, dass man sehr gescheite Menschen dran setzt, sich miteinander zu vernetzen und dafür eben Konzepte aufzubereiten und die auch miteinander zu teilen. Aber ich glaube, dass wir immer noch nicht intensiv genug wirklich das, was Micha Palesche eben gesagt hat, auf Augenhöhe wirklich die Zusammenarbeit von Wissenschaft, die ja viele Erkenntnisse auf Metaebene, auf großer Ebene trägt, eben mit denjenigen Dingen, die wir in der Praxis sehen, zusammenbringen. Und das ist ein Ansporn für uns, das nochmal in einer Art zu fördern, die hoffentlich über das hinausgeht, was bisher schon gefördert wurde. Und zum Zweiten auch zu sagen, die Ansprüche und die Herausforderungen, die wir haben, die auch Frau Günther Wünsch mit den Standards setzen gemeint hat, die passieren ja in ganz Deutschland. Ne? Die muss man nicht mal 16 denken. Ich finde das immer gut, wenn in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden und man sich austauschen kann. Aber vielleicht können wir mit diesem Kompetenzverbund, das wäre unser ganz großer Wunsch und unsere Erwartung, eben auch zu dieser Art von Vernetzung und dem Ausstrahlen von Best Practice eben in die unterschiedlichen länderübergreifend rein hineinwirken. Aber man könnte natürlich auch sagen, oh Mensch, jetzt noch eine Ebene, noch eine Struktur, wie Sie sagen, in den Ländern, im Bund und überall an Universitäten und in der Praxis wird am Thema bereits gearbeitet. Muss das jetzt sein, nochmal quer durch alle Arbeitsfelder so ein Netz aufzuspannen?
Also mein Verständnis ist, und das spricht auch nochmal für die gute Auswahl jetzt dieser Vernetzungsstelle, dass ja im Wesentlichen auch darauf gesetzt wird, bestehende Strukturen mitzunutzen und auch auf bestehende Netzwerke zu setzen. Also das heißt, es ist ein dezidiertes Ziel, jetzt keine Doppelstrukturen aufzubauen oder Parallelstrukturen, wie immer man die nennen will, sondern einfach nochmal zu gucken, wo kann man das, was schon besteht und das, was auch gut ist, synergetischer denken. Und ich glaube, dass wir da, also wir alle wissen, dass es Herausforderungen im System gibt. Das heißt, ohne Veränderungen werden wir nicht weiterkommen. Und die Frage ist sozusagen, was kann man gut belassen und wo kann man eben doch nochmal durch vielleicht einen anderen Blick auf die Netze und Prozesse, Vernetzungen und Prozesse, die es gibt, oder nochmal in einer anderen Synergie, wie man zusammenarbeitet, eben nochmal einen stärkeren Mehrwert schaffen. Frau Schalter, Ihre Vorrednerin hat gerade dieses auf Augenhöhe betont und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vorhin hier geführt habe. Da ging es darum, dass das ja schon allein im Bereich Wissenschaft nicht so einfach ist, ne? Also ich forsche an was, ich habe meine Anträge geschrieben und dann lasse ich sie auch nicht abgucken und dann lasse ich sie auch nicht mitmachen, bis ich publiziert habe. Das ist schon auch für Ihre Zunft ein Umdenken, was da drin steckt, oder? Also grundsätzlich stimmt das. Nun ist das hier ja keine klassische Forschungsausschreibung, wo man das Gefühl hat, man muss sein Wissen beschützen und von anderen sozusagen fernhalten, damit man als Erster die große Erkenntnis generiert. Aber in einem Netzwerk muss halt schon so ein allgemeiner Wasserstand da sein. Genau, aber ich habe das Gefühl, wir treten ja hier alle sozusagen mit einer etwas anderen Motivation an. Also wenn man wirklich sozusagen eine reine Forschungsmotivation hätte, hier erkenntnisgetrieben Theorien entwickeln möchte oder empirische Ergebnisse zusammentragen möchte, würde man sich, glaube ich, in dieser Ausschreibung nicht unbedingt beteiligt haben. Sondern das ist schon etwas, wo auch sozusagen dieser Wunsch nach Veränderung, nach Verbesserung, Optimierung des Bildungssystems auch schon, glaube ich, eine wesentliche Rolle spielt für diejenigen Akteurinnen und Akteure, die sich da jetzt eingebracht haben. Und dass da das Teilen dazugehört, wir sprechen ja auch immer in der Kultur der Digitalität davon, dass wir mehr teilen müssen. Ich glaube, auch hier gehört es dazu, dass wir im Grunde genommen unsere Arbeitsansätze miteinander austauschen und gucken, was ist euer Ansatz bei der Fortbildungsgestaltung? Wie arbeitet ihr zum Beispiel mit eurem Landesinstitut zusammen und auch das zusammenzubringen? Und da erlebe ich eigentlich jetzt auch das, was ich in den letzten anderthalb Stunden in den Austauschforen gesehen habe, gibt es eine sehr hohe Bereitschaft und ein hohes Interesse daran, sich innerhalb der Fächer, aber auch über die Fachgrenzen hinweg auszutauschen zu dem Thema. Jetzt hat ja Herr Palesche eingangs eine ziemliche Liste of Commands sozusagen vorgetragen, was alles super wäre. Wie kommen denn die Erkenntnisse, die das Netzwerk schöpft und in den Transfer bringen will, wie kommen die nach Karlsruhe zu ihm an die Schule und in alle anderen Klassenzimmer? Genau, unser Weg, den wir beschritten haben, und das hat auch Frau Bösch-Supan angesprochen, zu sagen, wir arbeiten mit den existierenden Strukturen, die es in der Lehrkräftebildung eben gibt. Und das sind vor allen Dingen als Kommissionseinheit erstmal sozusagen die Kultusministerkonferenz der Länder, aber dann eben die Landesinstitute als diejenigen, die für die Lehrkräftefort- und Weiterbildung zuständig sind. Und mit denen möchten wir zusammenarbeiten und sozusagen diese Ergebnisse zur Verfügung stellen, weil das sind letztendlich diejenigen, die sozusagen für die Lehrkräftefortbildung ja Verantwortung tragen. Also es wird jetzt nicht zukünftig die Aufgabe von Universität sein, 800.000 Lehrkräfte fortzubilden. Jetzt ist ja bald Weihnachten, Herr Palesche. Ich würde doch gerne noch mal versuchen, mit Ihnen auf den Wunschzettel für Ihre Schule zu gucken. Also Sie haben gesagt, wir sind da ja schon dran und nehmen jetzt nicht erst heute den Faden auf. Ich stelle mir aber trotzdem vor, dass es was gibt konkret, dass Sie sich erwarten, dass Sie sich wünschen von Lernen digital? Ja, ich habe das am Rande gesagt gehabt. Ich glaube, dieses Arbeiten auf Augenhöhe, das finde ich entscheidend. Also, dass Bildungspraxis wirklich auch im Verbund zu Wort kommt. Ich denke, das ist sicherlich in ganz, ganz vielen Projekten auch der Fall. Ich habe selber mit einigen Projekten Kontakt. Es werden Plattformen entwickelt. Und da halte ich es für ganz, ganz, ganz wichtig, dass die eben gemeinsam mit Bildungspraxis beispielsweise auch entwickelt werden. Und mein großer Wunsch wäre und tatsächlich aber auch der Wunsch dann genau an den ganzen Verbund, dass man tatsächlich bestehende Praktiken durchaus auch nochmal überdenkt.
Frau Katharina Scheiter hat das gerade angesprochen. Es geht, Sie haben verschiedene Formate jetzt, in Fachstrukturen zu denken, aber auch Fächer vernetzend zu arbeiten. Ich könnte mir trotzdem durchaus vorstellen, dass es in Ihrem Kreis jetzt vielleicht auch so dieses klassische Wissenschaft, man stellt so ein Poster hin, man stellt ein Projekt vor, das ist grundsätzlich natürlich gut und völlig wertfrei und das dient dieser Person dann, die Gedanken zu strukturieren und das Forschungsprojekt nochmal zu analysieren, die Fragen herauszuarbeiten. Aber wenn man sich, ich übertreibe das jetzt mal so von einem Poster zum anderen, sich informiert und dann findet dort keine Interaktion statt, also kein ko-kreativer Prozess, dann ist es, glaube ich, nicht ausreichend genug. Und ich glaube, das wäre einfach der große Wunsch, dass eben eine echte Co-Kreation entsteht innerhalb der Verbünde, aber eben auch, dass es nicht nur beim Landesinstitut bleibt, sondern dass eben auch die Landesinstitute dann mit der Bildungspraxis gemeinsam in einen Diskurs treten, um eben gemeinschaftlich den Output letztendlich zu generieren. Ich glaube, das war ein Pass zu Ihnen, Frau Scheiter. Ja, also das nehme ich auch ganz gerne an, weil das, was mich Herr Perlesche eben angesprochen hat, das haben wir ja tatsächlich vor. Also diese Vernetzungsaktivitäten innerhalb der Kompetenzzentren, aber auch über Kompetenzzentren hinweg, dienen ja genau dazu, letztendlich auch Gemeinsamkeiten festzustellen, also über die Fachgrenzen hinweg, auch innerhalb des wissenschaftlichen Systems und zu gucken, kann ich nicht beispielsweise etwas lernen, wenn sich jetzt die Kunst mit virtueller Realität im Unterricht befasst, kann ich da nicht was von den Sportlern lernen oder von den Naturwissenschaften und gibt es nicht auch sozusagen gemeinsame, geteilte Überzeugungen beispielsweise, was guten Unterricht ausmacht, woran man ihn festmachen kann und kann man auch nicht da sozusagen Synergien schaffen. Also ich sehe das tatsächlich auch, dass wir sozusagen aus diesem ganz klassischen Fächerverbunddenken rauskommen müssen. Und da ist natürlich dann auch die Praxis wichtig, nicht zuletzt, weil ja natürlich auch Lehrkräfte nicht nur einfach in der Regel unterrichten, sondern auch mehrere Fächer und da auch unterstützen können, wo sie also auch sagen können, wo sehen sie beispielsweise selber die Bezüge zwischen den unterschiedlichen Anforderungen. Vorhin in unserem Ask Me Anything-Format hier wurde an zwei Stellen die Stimme aus den Landesinstituten laut, die so sagten, hallo, uns gibt es auch noch, bitte vergesst uns nicht, wir möchten dabei sein. Wie sieht diese Interaktion aus? Genau, also wir haben einen regelmäßigen Austausch tatsächlich mit den Landesinstituten. Wir tauschen uns zum einen aus um die Frage, wie kann überhaupt dieser Transfer gestaltet sein? Das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man sich überlegen muss, was ist denn leistbar von jedem System und was möchte auch jedes System beitragen sozusagen zu diesem Austausch. Wir wissen, dass auch die Landesinstitute eine Menge von anderen Aufgaben noch zu stemmen haben, sodass wir da auch nicht sozusagen fordernd auftreten können und sagen können, jetzt gebt uns mal eure Arbeitszeit und dann regeln wir das schon gemeinsam. Und natürlich muss der Austausch jetzt auch stattfinden und das war ja auch eine Diskussion vorher, zum Beispiel bei solchen Fragen, wer sind denn eigentlich die Fortbildnerinnen und Fortbildner in den Landesinstituten? Was bringen die für Voraussetzungen mit? Muss man, und das ist in den Ländern unterschiedlich der Fall, muss man da auch noch mal stärker über Qualifizierungsmöglichkeiten nachdenken oder welche Wege der Qualifizierung bieten sich da auch noch mal an? Da würde ich tatsächlich den Ball gerne an Sie weiterspielen. Welche Rolle spielen die Landesinstitute im Netzwerk und können die Bedarfe decken? Weil angesprochen war ja der Fachkräftemangel, den gibt es da natürlich auch, beziehungsweise sogar eher die Idee, Leute aus den Instituten vielleicht wieder zurück in den Unterricht zu bringen. Also wir haben ja die Landesinstitute in einigen Bundesländern schon. Berlin baut es gerade schon auf. Ich habe gerade schon zu Professor Köller hinten geschaut. Der könnte da wahrscheinlich aus Schleswig-Holstein ganz spannende Dinge erzählen. Grundsätzlich, glaube ich, können die und müssen die Landesinstitute für die Aus-, Fort- und Weiterbildung so eine Schnittstelle darstellen. Wir haben auf der einen Seite die Wissenschaft, die Forschung, die quasi datenbasiert für uns eruieren wird, für die Praxis, was geht überhaupt, was gibt es, wie können wir da auch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite Herrn Palesche und seine Kolleginnen und Kollegen werden aus der Praxis heraus sagen, was ist leistbar, aber was brauchen wir auch, was ist umsetzbar. Und auf der anderen Seite sind die Landesinstitute dann das vermittelnde Instrument in der Mitte, also aus der Wissenschaft heraus, das zu modularisieren, anzubieten, was dann quasi die Praxis abnimmt. Und ich denke, dass sie da eine ganz zentrale Stelle auch haben und tatsächlich in diesem Dreiklang gedacht werden sollte, damit wir auch wirklich mal eine Schnittstelle haben zwischen Praxis und Wissenschaft, die dringend notwendig ist und die dann auch tatsächlich die Schnittstelle für die Standards sein kann.
Ich wollte bloß noch eine Sache noch ergänzen. Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir das alles so auflösen. Ich glaube auch, dass tatsächlich, also die Fächer so auflösen. Ich spreche jetzt mal aus der Praxis heraus, nicht nur als Senatorin, sondern nach 17 Jahren noch Praxiserfahrung in unterschiedlichen Bundesländern. Ich glaube, es geht beides. Ich glaube, dass uns gerade auch die Digitalität die Freiheit verschaffen kann, tatsächlich sowohl übergreifend und aufgelöst als auch tatsächlich fächerzentriert weiterzuarbeiten, dass uns das eher mehr Beinfreiheit schafft und mehr Kreativität ermöglicht, auch für Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort, wenn es gut gemacht ist, als dass wir immer nur eine Stattdessen-Debatte führen sollten. Mhm. Sie haben jetzt die Landesinstitute beschrieben als Schnittstelle. Warum nicht? Und da wir über die Fortbildung der Lehrkräfte sprechen, eine Frage, die, wenn ich dann Lehrkräfte auf dem Panel habe oder auch aus dem Publikum, ganz oft kommt, egal in welchem Kontext, aber unter der Überschrift Fortbildung: Ich würde total gerne, ich habe die Zeit dafür nicht, ich halte den Betrieb am Laufen. Wo schaufeln wir in der aktuellen Gemengelage die Zeit frei für diese Fortbildung? Ja, ich glaube, diese Frage, wo schaufeln wir frei, ne? Einen Tod muss man sterben an der Stelle. Wir müssen uns jetzt überlegen, also die Lehrkräfte, wir werden nicht einen Stein umdrehen und wir haben schlagartig so viele, wie wir brauchen. Ist ja keine Frage des Berufsbildes, sondern einfach auch eine demografische Frage, die wir haben. Und wir müssen die Zeit finden. Und viele Landesinstitute gehen ja auch schon alternative Wege, also in die Schulen hinein. Also wir schaffen ja auch Multiplikatoren vor Ort. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir dauerhaft immer alles irgendwie outsourcen müssen. Wir haben ja auch dort ganz neue Formate schon gefunden, was die Ausfort- und Weiterbildung betrifft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Fachministerien auch in allen 16 Bundesländern die Notwendigkeit erkannt haben, dass es die Zeit geben muss. Also dass wir diese Debatte nicht führen müssen, dass wir eher schauen müssen, wie wir es gut integrieren in den Arbeitsalltag von Pädagoginnen und Pädagogen und dass es nicht immer additiv ist, sondern dass man da deutlich macht, es ist sinnhaft, dass man den Willen, den politischen und den administrativen Willen hat, es zu schaffen und dann tatsächlich gut inkludiert. Ich wette, Sie alle kennen die ergänzende Empfehlung der KMK aus 2021, Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Frau Bösch-Suppan, muss die Lehrkräftebildung grundsätzlich umgebaut werden, wenn wir das zugrunde legen, oder an manchen Stellen aus- und umgebaut werden? Also ich glaube, vieles, und Michael Pellesche hat das ja auch vorhin schon gesagt, im Kern bleibt ja die Rolle einer Lehrkraft, sage ich mal, in sich stabil, ne? Also Lehrkräfte begleiten junge oder jüngere Menschen, und sie tun das anhand von ganz unterschiedlichen Methoden und Instrumenten, und die verändern sich mit der Zeit. Das heißt aber, der Kerngedanke, wie ich Menschen etwas beibringe, dass ich Menschen etwas beibringe, aus meiner Sicht bleibt das relativ stabil. Und auch das, was Frau Günther Wünsch gesagt hat, dass man sowieso, oder dass man sowohl eben fächerbasiert denkt, als auch übergreifend, ist, glaube ich, eine Thematik, mit der man sich schon immer beschäftigt hat. Das heißt, ich glaube, die Diskurse dazu, die kommen immer wieder, ne, und gehen hin und her. Müssen wir uns mehr auf Übergreifendes, müssen wir jetzt wieder mehr fächerbezogen, und wie schon jetzt von mehreren gesagt wurde, wir müssen halt leider ein bisschen von allem, ne? Also man muss das alles mitdenken, und ich glaube, die beiden Strategien, die Sie angesprochen haben, ne, die grundlegende von 2016 und den Brush-up von 2021, wie auch die Empfehlungen, die SWK ja auch im letzten Jahr vorgebracht hat, da sind ganz, ganz viele Veränderungshebel drin. Das heißt, es sind ganz viele Wege vorgezeichnet, die man gehen kann. Und jetzt geht es eben darum, da in die Umsetzung zu gehen. Und insofern, glaube ich, ist das eine vielfache Baustelle, die an ganz vielen Ecken Hebel hat. Aber aus meiner Sicht eben keine grundsätzliche Revolution, die da notwendig ist. Wenn wir vielleicht noch mal dezidiert auf den Bereich Wissenschaft schauen, auch da begegnet es mir ganz oft in Diskussionsrunden wie diesen, wenn ich dann bei den Bildungsforscherinnen, den Erziehungswissenschaftlern was nachfrage: Habt ihr dazu Daten? Welche Befunde gibt es da und dazu? Ist die Antwort ganz oft: Nee, sorry, dazu haben wir keine Daten. Das ist ein Desiderat. Ich finde auch, müsste dringend beforscht werden. Wir können dazu keine qualitative
Aussage treffen, wird das Netzwerk, soll das Netzwerk auch mehr Wissen schöpfen oder wäre sozusagen dem Auftrag schon Genüge getan, wenn das Wissen, das da ist, in die Breite gebracht wird? Das ist eine schwierige Frage für sozusagen die 2,5-Jahres-Perspektive. Also wir werden es sicherlich nicht schaffen, in den 2,5 Jahren jetzt sozusagen große Datensätze zu sammeln, die aussagekräftig sind, zum Beispiel bezüglich der Frage, wie genau jetzt digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden sollten. Dafür brauchen wir andere Arten von Anlagen sozusagen. Ich glaube aber schon, dass wir sozusagen jetzt Erprobungen haben können von zum Beispiel Fort- und Weiterbildungsangeboten, von digitalen Unterrichtsmaterialien, wo wir zeigen können, das ist sozusagen eine Grundrichtung, in die man gehen kann. Aber ich denke, und so war eigentlich auch ja die Ausschreibungsorientierung, zu sagen, lass uns doch erstmal sozusagen das zusammenbringen und in die Nutzung zu bringen, was schon da ist. Da ist ja an manchen Stellen schon eine Menge da. Wir haben natürlich an bestimmten Stellen eine Herausforderung, dass wir mit solchen Programmen eigentlich auch eine Beforschung sozusagen parallel bräuchten, um zu sagen, wenn wir jetzt 10 gute Fortbildungsmodule haben, dann müssten wir eigentlich auch sagen, wir implementieren die mal in mehreren Bundesländern und machen eine systematische Evaluierung. Das ist jetzt etwas, was nicht leistbar ist, das bräuchte es aber letztendlich, um dann wirklich evidenzbasiert sagen zu können, das funktioniert. Okay, um es nochmal explizit zu machen, ich glaube, das ging an Sie, Frau Börsch-Supan. Die Zeit ist ein bisschen knapp, oder? Also ich glaube, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragt, dann ist die Zeit immer knapp, würde ich jetzt einfach mal zurückgeben. Also ich glaube, wichtig ist ja, dass man, wenn man sich so ein Programm vornimmt, möglichst genau die Ziele definiert hat und möglichst genau miteinander vereinbart hat, was es zu erreichen gilt. Und dass man dann auf dem Weg oder schon vorher auch weiß, dass noch ganz viele andere Ziele wünschenswert wären und dass man nochmal ein anderes Engagement oder ein erweitertes Engagement bräuchte, das ist ja davon ganz unbenommen, ne? Und in diesem Fall ist es, glaube ich, schon sehr viel wert, das, was Frau Scheiter eben sagte, wenn wir in den 2,5 Jahren sehr viel mehr darüber lernen, wie Transfer und so eine Vernetzung auf Augenhöhe zwischen Wissenschaft und Praxis funktionieren kann, dann wäre das für mich schon mal ein richtig dickes Ziel, was wir erreicht hätten, ne? Und da sollten wir uns einfach immer ehrlich machen, was kann man erreichen in der Zeit, was kann man erreichen mit den Ressourcen und davon abgegrenzt nochmal sagen, was braucht es eigentlich noch? Und darüber kann man ja dann reden. Aber ich glaube, das Wichtige ist jetzt für diesen Bereich eben zu sagen, das machen wir einmal sauber und lernen daraus und dann gehen wir die nächsten Schritte. Ich würde jetzt gerne mit Blick auf die Uhr mal in den Raum und in den Stream fragen, gibt es Ihrerseits Fragen? Wenn, dann geben Sie mir mal gerne ein Handzeichen, nicht, dass Sie am Ende denken, jetzt hätte ich das doch gern noch gefragt und die Zeit war nicht mehr da und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie keine Fragen haben und dass wir jetzt hier in der Dreiviertelstunde alles beantwortet haben sollten. Also legen Sie gern los. Hier sehe ich eine und derweil das Mikro zu Ihnen kommt, hier vorne in Reihe 2, nehme ich mal eine Frage von Menti. Was ist die Vision vom BMBF und von KMK, wie aus den 203 kurzfristigen Projekten langfristig arbeitende wissenschaftliche Fachzentren werden, die ländergemeinsame Projekte voranbringen können? Das puzzelt direkt dran an die Frage, die wir gerade besprochen haben. Jetzt haben wir sie aus dem Ministerium schon beantwortet gehört. Dann würde ich Sie natürlich gern noch mal als KMK-Präsidentin fragen. Ja, das schließt dann das an, was Frau Börsch-Supan gesagt hat. Also wir müssen tatsächlich reinschauen und wir müssen auch da mal evaluieren. Das hatte Frau Professor Scheiter gesagt, und dann runterbrechen, wo sind die Mindestanforderungen, die wir über alle 16 Bundesländer legen wollen. Das ist die Aufgabe der KMK, dort die Einheitlichkeit immer herzustellen. Und ich glaube, bei einem Fan des Föderalismus, der ich tatsächlich bin, ist das Thema Digitalität eins, wo wir tatsächlich die Einheitlichkeit brauchen. Wir haben das in der Pandemie gesehen, wie schwierig diese 16 Einzellösungen sind und teilweise noch innerhalb der Bundesländer. Umso wichtiger ist es da, in der KMK eine einheitliche Position zu finden. Und wenn wir dort gemeinsam mit den Kompetenzzentren und mit den Maßnahmen, die aus der Wissenschaft kommen, uns einen können, würde ich das für eine ganz zentrale Aufgabe in der KMK sehen, um dort die Basis und die Standards reinzuziehen.
Bitteschön. Okay. Und vielleicht sind Sie so nett und stellen sich auch vor, damit auch alle anderen wissen, aus welchem Orbit kommt denn jetzt die Frage. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christiane Bertram, ich komme von der Universität Tübingen. Ich bin Bestandteil von dem DISO-Projekt und bei mir persönlich geht es ums Fach Geschichte. Aber das ist jetzt nicht meine Frage, sondern die Frage ist, es entstehen gerade 4 Kompetenzzentren. Was wird mit diesen Kompetenzzentren passieren? In welcher Form werden die weiter existieren nach dem Projektende? Wer möchte? Wer fühlt sich berufen? Frau Scheiter. Ich kann das sozusagen aus. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt faktisch antworten können oder idealiter. Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also ich kann natürlich nichts darüber sagen, was an Förderstrukturen da dann dahinter stehen wird, die Weiterführung dieser Kompetenzzentren ermöglichen. Was ich mir aber wünschen würde, dass wir es in den 2,5 Jahren geschafft haben, uns so weit innerhalb dieser Strukturen auszutauschen, dass etwas übrig bleibt, was auch in die wissenschaftlichen Fachgesellschaften reingetragen wird, was sozusagen Bestand hat in Kooperationsstrukturen, die man dann auch in andere Projekte wieder einbringen kann, die man in eine andere Zusammenarbeit auch mit den Landesinstituten einbringen kann, und dass das auch sozusagen ohne ein Dach, ein Haus oder eine Förderstruktur doch Bestand hat, weil es hinreichend attraktiv ist, sich in diesem Kontext auszutauschen und gemeinsam etwas zu schaffen. Okay, dann würde ich Sie das doch auch gern nochmal fragen, Frau Börsch-Supan, weil die Frage bezog sich ja natürlich oder bezieht sich natürlich auch auf Sie beziehungsweise aufs Ministerium. Also wie stellen Sie sich so eine Verstetigung der Kompetenzzentren vor über 2026 hinaus? Also die Frage ist ja erstmal, sehen wir dann am Ende der Laufzeit, dass es einer Verstetigung bedarf? Und ich finde, das, was Frau Scheiter gesagt hat, ist ja ganz, ganz wichtig. Und wir haben es ganz am Anfang auch schon gesagt, das Kompetenznetzwerk setzt ja ganz stark auf bestehende Strukturen, arbeitet in den bestehenden Strukturen und wirkt da, so stelle ich es mir jetzt vor, eben als nochmal als Antrieb, als Anschub und als Katalysator. Einerseits sozusagen in 2 Jahren zu schauen, was sind jetzt die Produkte dessen, was sind die Früchte dessen, was Frau Scheiter auch ansprach, was wir dann alle mitnehmen. Und andererseits aber auch die Frage, die man sich dann sicherlich im Bund- und Länderkreis stellt, braucht es zusätzliche Strukturen? Haben wir die Wirkung dessen, was jetzt aufgebaut ist? Ist das so vielversprechend, dass wir sagen, wir wollen das tatsächlich verstetigen? Das würde ich gerne nicht am Anfang, am Kickoff diskutieren, sondern dann, wenn wir gesehen haben, was daraus erwachsen kann. Die trockene Antwort ist, wir haben für 3 Jahre Geld von der EU bekommen. Wir sollten froh sein, dass wir dieses Geld haben. Und wir denken immer gerne weiter. Aber die Antwort, die mich fachlich umtreibt, ist die Idee, die wir hatten, dieses Neue, was wir jetzt in die Welt gesetzt haben, ist das was wir in der Zukunft eigentlich weiterhin auch brauchen? Und das finde ich, dem sollten wir jetzt einfach Raum geben, Zeit geben und genau, und dann denken wir weiter in 2 Jahren. Gibt es Fragen hier im Saal weitere? Ja, hier vorne sehe ich eine erhobene Hand. Und falls es weitere Fragen gibt, zeigen Sie gern schon mal auf. Nicht, dass am Ende die Zeit alle ist. Ich hätte Sie gerne alle auf dem Radar. Bitte schön. Ja, Uta Haug-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der LMU in München und hier im Begleitgremium. Meine Frage, ich stelle jetzt mal eine Frage an die Praxis. Ich glaube, das sollte auch handlungsleitend sein im gesamten Projektverlauf. Micha, du bist ja der Experte für ko-kreative Prozesse, für Transformationsprozesse. Könntest du denn uns ein konkretes Beispiel geben oder vielleicht auch einen Tipp an den Kompetenzverbund? Welches Format hast du genutzt, um an deiner Schule diese Transformationsprozesse voranzutreiben? Und wäre das vielleicht auch was für diesen Verbund? Frage an Micha Palesche. Hast du gehört? Ja, ich habe gehört, genau. wir haben heute Abend beispielsweise ein ganz spannendes Format, deswegen kann ich leider auch nicht vor Ort sein. Das nennt sich der sogenannte Rote Salon. Das ist ein Format, bei dem wir uns mit Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, aber auch Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern gemeinsam heute Abend treffen,
in der Schule einen Coworking Space quasi gestalten, um dann Fragen der Schulentwicklung gemeinsam zu entwickeln, anschließend Verbindlichkeiten festzulegen und eben quasi so in Richtung Whole School Approach zu gehen. Und das impliziert natürlich auf der einen Seite eine veränderte kulturelle Praktik im Entstehungsprozess, die gestaltet. Auf der anderen Seite verändert eben aber auch diese kulturelle Praxis all das, was im Nachgang folgt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für den Kompetenzverbund. Ich glaube, die Gefahr besteht durchaus darin, dass man versucht, auf einer Ebene sicherlich veränderte kulturelle Praktiken anzuwenden, jetzt, wenn sie sich vernetzen, wenn sie sich austauschen. Auf der anderen Seite besteht natürlich die Gefahr trotzdem weiterhin, dass die Erkenntnisse auf Basis bestehender Strukturen generiert werden. Das heißt, bestehender Strukturen aus Bildungspraxis und Wissenschaft. Und ich glaube, ein Transfer kann nur dann gelingen, wenn bestehende Praktiken in der Wissenschaft, aber auch in der Bildungspraxis aufgelöst werden, überdacht werden. Und erst dann ist ein wahrer Transfer wirklich möglich, der auf unterschiedlichsten Ebenen dann greift. Ich würde das gerne aufgreifen, was Sie gerade ausgeführt haben, und noch eine Frage von Menti dranhängen. Denkt der Kompetenzverbund Transfer als Produkt oder als Prozess? Und Zusatzfrage, wenn als Prozess, welche Strukturen werden geschaffen, um die Expertise aus der Praxis und der Fortbildung einzubinden? Und das ist natürlich eine Frage an Sie, Frau Scheiter. Also ganz klar als Prozess. Das ist der einfache Teil der Frage. Das hatte ich auch heute Morgen schon mal versucht auszuführen. Wir gehen nicht davon aus, dass sozusagen etwas fertig geschaffen wird, ein Fortbildungsangebot beispielsweise, und dann ist das sozusagen schön verpackt und wird an das Landesinstitut übergeben und es wird gesagt, hier ist unser Geschenk sozusagen aus der Wissenschaft, sondern es geht darum, tatsächlich gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis diese Entwicklungen voranzutreiben, auch sich Bedarfe abzuholen in der Praxis. Und auch die Erfahrungen aus der Praxis in der Gestaltung von Fort- und Weiterbildung dort mit einzubinden. Und von daher ist es ein sehr prozesshaftes Geschehen, was von Anfang an initiiert werden muss, was auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit beruhen muss und was eben diese Arbeit auf Augenhöhe beinhalten muss, was Micha Palescher auch eben angesprochen hatte. Und ich glaube, die nächste Frage geht auch an Ihre Adresse. Im Projektpitch wurde von einigen Projekten gesagt, dass Metaportale für Fortbildungsmaterialien geschaffen werden sollen. Ich vermute, das war in dem Panel oder in der Vorstellungsrunde, die hier vor unserer Diskussion stattgefunden hat. Wie passt das zum Vorhaben, nur die Plattform Mundo und komplett zu nutzen, die Sie ja heute Mittag angesprochen hatten? Das ist tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung in der Anlage des Projektes. Natürlich haben die Projektverbünde auch erstmal, auch wir in unserem Projektverbund, in dem ich beteiligt bin, ihre Arbeiten so konzipiert, ohne zu wissen, was eigentlich da noch kommen würde. Also es war ja am Anfang noch nicht mal klar, ob es eine Transferstelle geben würde, wie die ihre Aufgabe definieren würde, weil das war ja auch nicht wirklich oder nur bedingt vorgegeben. Und dass es jetzt sozusagen auf diese gemeinsame Nutzung der Länderplattformen hinauslaufen würde, das hat sich auch bei uns tatsächlich, wir haben das bei uns in dem Antrag reingeschrieben, aber letztendlich Vereinbarungen mussten ja dann auch erstmal getroffen werden. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, etwas, dass es jetzt sozusagen parallele Plattformangebote gibt, etwas, was wir aber immer wieder sagen, wir wollen und wir können das auch gar nicht sozusagen verbieten, ist auch nicht unsere Aufgabe, was wir gerne anbieten, und wir arbeiten ja auch mit der Nationalen Bildungsplattform zusammen, zum Beispiel zu sagen, wenn es da einzelne Plattformen entstehen, auch teilweise für spezifische Arten von Angeboten, wie beispielsweise Videoportale, dann wollen wir zumindest sicherstellen, dass die sichtbar sind. Deswegen sehen wir uns an vielen Stellen auch so ein bisschen mit als Hub, der einfach Dinge vernetzt, verknüpft, sichtbar macht. Und dann muss man immer noch gucken, wie nachhaltig sind diese Plattformen, die da entstehen. Und da sind unterschiedliche Projektverbünde auch unterschiedlich weit. Ich sehe halt eine Gefahr darin, dass man jetzt anfängt, mit großem Aufwand Plattformen neu zu schaffen, die dann nach vielleicht 3 Jahren wieder in der Versenkung verschwinden, weil es keine Ressourcen mehr gibt, sie zu pflegen. Aber da gibt es auch sehr unterschiedliche Strukturen tatsächlich in den Verbünden, das zu leisten. Das ist aber vielleicht tatsächlich doch nochmal eine Frage an den Praktiker, Herr Palesche. Haben Sie da Präferenzen? Also
Würden Sie sagen, ich nehme alles, solange ich es im Unterricht gebrauchen kann? Oder finden Sie sozusagen das Vorstrukturierte über die Länderplattformen dann doch sinnvoller? Weil wir sprachen ja auch drüber, dass wir irgendwie keinen wilden Kräutergarten haben wollen, sondern tatsächlich in allen Bundesländern ja ähnliche, vergleichbare, die gleichen, dieselben Angebote. Also ich glaube, es braucht auch da beides. Es gibt da vielleicht nicht ein Entweder-Oder. Ich nutze natürlich gerne in der Praxis bestehende und gut strukturierte Angebote, in diesem Fall vom Landesinstitut hier in Baden-Württemberg. Aber natürlich gibt es auch gute andere Angebote, die genutzt werden. Und ich glaube, das ist ja auch ein Merkmal, dass Lehrkräfte sich an den unterschiedlichsten Stellen Material organisieren. Viel, viel wichtiger aber dann natürlich auch mit diesem Material gemeinsam in den Schulen zu arbeiten. Und da sind wir eben dann wiederum bei der Schulung der Lehrkräfte, die vielleicht ihr Rollenverständnis an der einen oder anderen Stelle nochmal überdenken müssen. Denn die Strukturen, die sie jetzt vorfinden, und ganz oft ist das so, wenn ich junge Kolleginnen und Kollegen in die Schule bekomme, als Anwärterin oder Anwärter, machen die oft immer noch den traditionellsten Unterricht. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, weil sie nicht offen wären, sondern weil das vielleicht da veränderte Formate auch in der Lehrkräfteausbildung bräuchte und man da schon früher einsetzen muss und dann später quasi diese im Sinne eines lebenslangen Lernens weiterentwickelt, aber natürlich auch eine veränderte Kultur der Kooperation oder ein anderes Kooperationsverständnis. Es braucht auch innerhalb der Lehrkräfte, Frau Wünsch hat das ja gesagt, und das passiert ja auch in den Schulen, dass Lehrkräfte als Expertinnen, Experten ausgebildet werden und dann vor Ort als Multiplikatorinnen ausstrahlen. Und ich glaube, das beinhaltet letztendlich alle Bereiche der schulischen Weiterbildung. Ich glaube, Sie wollten da noch was ergänzen oder haben Sie dann nur zustimmend vor sich hingemurmelt? Ja, das passiert mir relativ häufig, aber wir waren bei dem Thema der Lehrkräfteausbildung, also gerade im Referendariat, aber auch im Studium schon, dass wir da wirklich dringend reformieren müssen. Und das, was Herr Palische sagt, wir haben immer noch wahnsinnig tradierte Muster, die da vorherrschen und die nicht mehr adäquat sind zu dem, was quasi das abnehmende System, sage ich mal, was Schule vielerorts schon macht. Also wir sind da häufig in der Praxis viel innovativer, als was tatsächlich noch ausgebildet wird und irgendwie vorbereitet wird. Und da braucht es auch einen ganz großen Schub auf der Seite. Ja. Okay, ich glaube tatsächlich, die Fragen aus dem Saal und aus dem Stream sind jetzt beantwortet. Oder gibt es doch noch eine? Ah ja, da hinten in der Dunkelheit des Raumes. Bitte schön. Ja, Susanne Prediger, ist das an? Ja, Susanne Prediger, Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Frau Börsch-Suppan, ich muss Ihnen dezidiert widersprechen. Oh. Wir brauchen nicht 3 weitere Jahre, um zu wissen, dass der Aufbau guter Transferstrukturen nicht nur daraus besteht, dass jetzt 203 großartige Einzelprojekte, ich bin total erfüllt von den vielen tollen Ideen, die hier sind, großartige Einzelfortbildungen konzipieren. Das ist gut und da kommt fachbezogene Substanz auf den Tisch, die ich sehr wertvoll finde. Aber der Forschungsstand zur Implementations- und Transferforschung ist eindeutig, dass das nicht ausreicht, um die Dinge auf Dauer gut in die Strukturen hineinzubringen. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das brauchen wir auch nicht nochmal beforschen, das wissen wir schon. Und das ist ja auch ein Problem, was schon mehrfach benannt wurde. Das BMBF hat sich ja Transfer tatsächlich auch auf die Fahnen geschrieben. Ich würde mir wünschen, dass auch für die Bildungsforschung dieser Transfer als entscheidender Teil ernst genommen wurde. Was wir hier heute erleben, finde ich auch großartig in dem Sinne, als jetzt hier viel Arbeit investiert wird, Kraft aller Beteiligten investiert wird, Kommunikationsstrukturen zu etablieren. Die brauchen wir aber langfristig. Da geht gar kein Weg dran vorbei, dass das langfristig passieren muss. In den Fächern, wo das schon ein bisschen passiert ist, gibt es 10 Jahre Vorlauf der Vertrauensbildung fachbezogener Kommunikationsstrukturen, der bisschen Klumpung von Expertise, um dann auch ein kohärentes Programm aufzustellen. Also da brauchen wir nicht 3 Jahre warten, um darüber nachzudenken, wie kriegen wir das langfristig hin, diese Zusammenarbeit, die jetzt hier im KMA auch entsteht, tatsächlich auf die Dauer zu pflegen. Meine herzliche Bitte wäre, jetzt darüber anzufangen nachzudenken. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr müsste ich jetzt zur Abschlussrunde ansetzen, aber das wäre total doof, ohne Sie vorher noch mal reagieren zu lassen. Bitte schön, Frau Börsch-Suppan.
Wir können das ja auch in die Abschlussrunde mit reinnehmen. Insofern kommt es ein bisschen darauf an, was Ihre abschließende Frage ist. Nö, ich würde Sie tatsächlich jetzt da gern nochmal den Ball aufgreifen lassen. Ich bat ja um Fragen, wäre jetzt doof, es abzuwürgen. Genau, nein, also Frau Prediger, ich glaube, wir sind dann sozusagen fachlich gar nicht weit voneinander weg. Ne? Wir alle wissen, dass Bildung ein langfristiges Geschäft ist, Forschung ist ein langfristiges Geschäft. Wir haben uns, glaube ich, in vielen, vielen Runden, ob es jetzt diese Art von Podien oder andere Konferenzen auch schon darüber unterhalten, welche Schwächen die Projektförderung in dieser langfristig angelegten Arbeit eigentlich hat. Nun haben wir die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen und wir wissen auch alle, dass die Rolle des Bundes ein bisschen eingeschränkter ist als die Rolle der Länder. Und ich glaube, das Wichtige ist, was Sie gesagt haben, ist, dass es natürlich kein Denkverbot gibt. Und natürlich, das können Sie sich auch vorstellen, ist es nicht so, dass ich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt gar nicht darüber nachdenken, was dann im Rahmen der politischen und finanziellen Möglichkeiten und auch rechtlichen Möglichkeiten steht. Das ist nochmal eine andere Frage. Also da muss ich leider irgendwie so ganz realpolitisch und wenig charmant antworten. Aber gedacht wird darüber viel. Und ich glaube, auch da nochmal der Hinweis, dass auch ja, also was heißt der Hinweis, das wissen Sie alle selber, aber die SWK hatte ja auch dahingehend Vorschläge gemacht, wie man verstetigend eine Strukturierung vornehmen könnte. Ich glaube, das hieß Zentren für digitale Bildung. Und das ist ein Denkprozess, ne? Und dass wir den gemeinsam führen, das nehme ich auf jeden Fall wahr. Was dann tatsächlich in 2 Jahren politisch auch möglich ist, das ist für mich eben nochmal eine andere Frage. Vielleicht klärt es das auf. Da bleiben Sie mit Sicherheit auch in der Diskussion, denke ich, über die Projektlaufzeit und darüber hinaus. Jetzt würde ich tatsächlich, also ich habe 2 Abschlussfragen und ich würde, Herr Perlesche, Sie als jemand, der an der Schule ko-kreative Prozesse erprobt und kennt, und einfach weiß, wie das geht, vielleicht mal um die erste Antwort bitten. Wir reden ja, wenn wir über das Netzwerk Lernen Digital sprechen, über sehr viele Köchinnen und Köche. Da sind die unterschiedlichsten Ebenen, Gremien, Institutionen zusammen. Und die müssen in diesem Fall an einem Strang ziehen, um den Brei nicht zu verderben. Wie lässt sich das sicherstellen, Ihrer Erfahrung nach? Naja, grundsätzlich ist Partizipation sicherlich der richtige Schlüssel und auch der richtige Weg. Letztendlich geht es um eine große Transparenz, um das Sichtbarmachen der Projekte, die dort entstehen, um den gemeinsamen Austausch, um darüber zu sprechen, was dort entsteht. Ich bin mir relativ sicher, dass ganz, ganz viele Synergieeffekte entstehen werden. Und wie es gerade schon gesagt wurde, es wäre schade, wenn da über 200 spannende Einzelprojekte entstehen, die zum Teil zu ähnlichen Ergebnissen führen und man da Doppelstrukturen hat. Also ich glaube, es ist wichtig, dass Sie in den Austausch treten, dass darüber gesprochen wird, was dort passiert, dass man voneinander lernen kann. Und wenn es gelänge, heute, und dann sind Sie, glaube ich, auch morgen nochmal da, so eine Art gemeinsame Vision nochmal zu formen, also ein Zielbild, ein Wunsch, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich glaube, dann wäre viel geholfen und dann kann man auch Strukturen nachhaltig anlegen. Danke für diese Ihre Antwort und für die 3 Damen auf dem Panel. Hätte ich noch eine andere Frage. Wir sprachen schon über die Zeit. Was kann man in der Zeit leisten, was nicht, was wäre wünschenswert, was ist nun mal so, wie es ist. 2,5 Jahre sind jetzt kein immens langer Zeitraum und ich glaube schon vor allen Dingen nicht, wenn man sozusagen wissenschaftliche Forschung betreibt. Aber ich glaube, alle wissen auch, man kann schon wirklich eine Menge bewegen in 2,5 Jahren. Was wünschen Sie sich, Frau Wörsch-Supan? Wann würden Sie oder unter welchen Bedingungen würden Sie im Sommer 2026 sein? Super. Also was sollten wir bis dahin erreicht haben? Ich würde tatsächlich an dieser Stelle gerne schon mal einen Dank aussprechen, weil ich fand, es war aus unserer Sicht eine der spannendsten Ausschreibungen, die wir aus dem BMBF raus hatten. Das ist ja was ein bisschen ein anderer Gedanke, mit dem wir gerade auch diese Vernetzungsstelle ausgeschrieben haben. Und ich weiß, wie sehr nicht nur in der Entstehung der Bewerbung dann, aber jetzt auch in den
in den ersten Treffen auch Frau Scheiter und ihre Kolleginnen darum gerungen haben, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich wirklich unsere Rolle, was können wir leisten und in welche Strukturen, sei es jetzt analog oder digital, ne, plattformbasiert, Austausch, wie machen wir das eigentlich? Also, dass Sie sich auf dieses Abenteuer mit uns einlassen oder für uns einlassen, das finde ich ganz großartig. Und das ist mir auch nochmal wichtig, das in diesem Rahmen zu sagen. Und ich glaube, dass da auch für mich mit, also neben den vielen, das wurde ja jetzt auch gesagt, ne, neben den vielen sozusagen dann haptisch greifbaren Materialien für das Kollegium von Micha Palesche und allen anderen Schulen, die davon profitieren können und die da hoffentlich co-kreativ an irgendeiner Stelle auch eingebunden wurden, ist für mich wäre wirklich der Mehrwert, nochmal diese Transferdimension Praxiswissenschaft mit einer neuen Art von Leben gefüllt zu haben. Und ich weiß, dass das im Wissenschaftsbetrieb nicht einfach ist und auch im Praxisbetrieb nicht einfach, weil das sind teilweise auch unterschiedliche Sprachen. Und wenn wir da, also entweder ist es dann ein Kauderwelsch kreieren können, mit dem aber beide gemeinsam eben eine Ebene finden, die für beide Seiten produktiv ist, das wäre aus meiner Sicht schon ein ganz großer Schritt voran. Dankeschön. Und Sie würde ich natürlich gerne fragen, sowohl als Senatorin wie auch als ehemalige Schulleiterin, was wünschen Sie sich, was sollte bis dahin erreicht sein und dann eben in den Schulen bei Ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ankommen, also im Sommer 2026? Ich würde mich meinem Kollegen Herrn Palette anschließen. Wir brauchen ganz dringend eine Vision. Wir müssen wirklich wissen, was ist das Ziel, was uns eint, wo wollen wir hin, weil nur dann können wir auch den Weg beschreiben. Und das, was wir jetzt sehr vielerorts gehört haben und auch von der Kollegin aus Kramat, es gibt ganz viele tolle Projekte. Aber was eint diese Projekte alle? Und wie kriegen wir, wenn wir das nämlich wissen, wissen wir auch, wie wir einen Transfer hinkriegen und den auch nachhaltig hinbekommen. Und das wünsche ich mir endlich. Da spreche ich auch jetzt mal noch, wir sind ja noch 6 Wochen als KMK-Präsidentin und ich weiß, wie herausfordernd das letzte halbe Jahr war. Herr Michalik sitzt ja auch da. Tatsächlich eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Und bei dem Thema brauchen wir eine gemeinsame. Also wenn wir über so ein Thema wie Digitalität sprechen, dann können wir uns nicht leisten, da 16 Einzelmeinungen zu haben und 16 Einzelwege zu gehen. Dann bleibt es nämlich auch bei einzelnen Leuchtturmen. Und das ist das, was ich hoffe, was ich da als Hoffnung reinsetze in das große Projekt jetzt in den 2,5 Jahren, dass wir das hinbekommen. Weil dann sind wir dort, dass wir wirklich Nachhaltigkeit in diesem System und in diesem Bereich auch endlich im Bildungsbereich hinbekommen und tatsächlich aus der Wissenschaft über die Landesinstitute in die Schulen diese verbindlichen Sachen implementieren können. Und wann würden Sie sagen, im Sommer 2026, yes, da habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen einen guten Job gemacht? Ich glaube, mir geht es tatsächlich ähnlich wie Frau Bösch-Suppan. Also wenn wir einen Weg gefunden haben, wie diese beiden Systeme, Wissenschaft und Praxis, besser aufeinander abgestimmt, entsprechend ihrer Eigenheiten sozusagen besser zusammenarbeiten können und man sich auch nochmal Gedanken darüber macht, an welchen Stellen und wie kann das auch besser aufeinander abgestimmt werden. Ich meine, wir diskutieren auch gerade in der Wissenschaft solche Dinge wie Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Auch das passt eigentlich nicht. Solche Diskussionen passen nicht rein, wenn man gleichzeitig sagt, man möchte gut wissenschaftlich qualifizierte Personen haben, die sich aber auch für das Thema Transfer engagieren. Die werden dann nämlich nicht in 4 Jahren Professorinnen und Professoren, es sei denn, man findet zum Beispiel Anerkennungsstrukturen auch für diejenigen, die sich in Transfer organisieren. Das heißt, da sind noch eine ganze Reihe von anderen Debatten, die eigentlich dahinter stehen, die wir dann auch mit angehen müssen, wenn wir diese beiden Systeme miteinander bringen müssen. Und wenn wir da ein bisschen weiter kämen. Also wir haben auch noch die Hochschulrektorenkonferenz auf unserer Liste derer, mit denen wir reden möchten, dann wäre uns da, glaube ich, auch was getan. Ja, klingt so, als würde es Ihnen zumindest nicht langweilig bis Sommer 2026. Vielen herzlichen Dank Ihnen vielen für Ihren Input und für Ihre Zeit heute Nachmittag. Ihnen vielen Dank fürs weiterhin zahlreiche Erscheinen, fürs Mitdenken und für die Fragen aus dem Stream und hier aus dem Saal. Und ich würde sagen, Sie dürfen klatschen. Thank you.